Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Longplay von meiner Seite aus. Und zwar spielen wir heute Bramble the Mountain King. Und wir werden auch gar nicht lange schnacken, sondern wir werden direkt ins Game reingehen. Nightmare woke him up. Frightened by his mother's bedtime story, he searched for his sister's comfort. But she was nowhere to be found. Sind wir jetzt schon? Oh, wir sind schon im Game, okay. Also wir hatten einen Albtraum und wollten zu unserer Schwester, die nicht mehr im Bett ist. Jetzt gucken wir mal. Was gibt's denn hier verändert? Oh Gott, die Steuerung! Die ist so anders. Aber komm, wir nehmen es mit. Können wir es mitnehmen? Hallo! Mach doch zu! Ist ja geil. Also auf und zu. Okay. Wenn wir uns nur angucken. Ich bin gespannt, wo die Story hinführt. Was aber anders Anlass. Oh, was sind das hier? Deine Zinnsoldaten. Einer ist umgefallen. Ach nee, ist ein Pferd. Okay. Haben wir erstmal wieder ordentlich gemacht. Finde ich gut. Was gibt's denn sonst noch Feines hier? Oh, ein Buch. Lass uns das Buch erkunden. There once was a girl who snuck out of her bedroom window at night, even though her mother had told her not to. She went into the forest, and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventures. Okay. But soon the forest seemed to grow colder and darker. That sieht nicht gut aus. The girl was afraid, and she wanted to go home. But Bramble crawled around her arms and legs, and she could not get away. Mm. And the girl was never seen again. Was ist denn das für eine gute Nachtgeschichte hier? Was? That is what happens when you do not listen to your mother. Especially you, Lilimor. Their mother had said before kissing them goodnight. Okay. Also so kann man seinen Kindern auch ein bisschen Angst machen? Oh, Sorg. Also finde ich jetzt nicht so. Tutti. Aber gut. Gucken wir mal, wir erkunden mal weiter. Okay. Das ist ein sehr komisches Bild. Jemand in der Mitte? Also ein kleines Kind, was in der Mitte liegt? Ist, okay. What the f- Das war nicht im Spiel, das war ein Alert. Bianca, Mann. Wolltest du nicht lernen? Stevie? Wieso Stevie? Wo ist Stevie? Stevie etwa da? No! Stevie ist da. Hallo, Steve! Jetzt ein bisschen besser. Okay, Lily Moore ist auf jeden Fall größer als Oli. Auch wenn du dich auf die Zehenspitzen stellst, kommst du nicht ansatzweise dahin. Aber okay. Gut, dann gehen wir mal draußen gucken, was wir draußen so finden. Vielleicht finden wir unsere Schwester. Außerhalb. Oder auch nicht. Was? Wie? Okay, jetzt kann ich was am Fenster machen. Okay, wir gucken mal, was wir jetzt am Fenster machen können. Aber wir klettern ja jetzt nicht hinterher, oder? The darkness outside scared him. Ja, dann mach's nicht.
Jetzt hat er sich angezogen. Und er geht doch hinterher. Warum? But not being with his sister scared him even more. Okay. The nearby forest was a familiar place during the day. But at night, it was a different story. Okay, wir sind jetzt unserer Schwester hinterher. There was no trace of Lilimur, and Ulle wished he could ask the pine cones if they had seen her. Okay. Also wir sollen jetzt... Wir sollen jetzt die Tannenzapfen fragen, ob jemand sie gesehen hat? If the pine cones knew about her fate, they kept it to themselves. Okay. Dann lass uns mal gucken. Also grafisch sieht es natürlich... Was ist denn da vorne? Wieder mega geil aus. Was bist du denn? Warum rennst du denn weg? Oh Mann, er ist vor mir weggerannt. Okay, wir gehen jetzt einfach mal diesen komischen Weg nach oben. Einfach folgen wir mal weiter. Ist hier eigentlich irgendwas? Nee. Das sieht aber krass aus. Da war ein Hase. Was haben wir hier? Ein Tannenzapfen. Zeigt er uns den Weg? Also, dass wir... Ach, da sollen? Ich würde sagen, ja. Klettern. Was ist denn da hinten? Okay. Eine Tannenzapfen... Ja, was ist das? Kreis? Eine Anbetung? Ich weiß es nicht. Aber wir gucken einfach mal weiter. Sollen uns diese Tannenzapfen vielleicht noch weitere Hinweise geben? Also, wäre eine Möglichkeit. Das sieht aber krass aus. Leck mich am Arsch. Oh, das war jetzt gerade schön, schön. Hat mich gar nicht erschrocken. Gott. So, ein bisschen balancieren. Und wir sind auf dem Weg, unsere Schwester zu finden. In diesem, ich sag jetzt mal, sehr dunklen Wald. Ich würde da jetzt kein Junge nicht irgendwie... Da reingehen. Wird sich jetzt aber die Mutti freuen, wenn du jetzt hier im Schlamm da lang gerutscht bist. Du, deine Klamotten sehen aus wie Sau danach. Was ist hier? Oh, hier können wir uns hinsetzen. Können wir einen Apfel nehmen? Lass uns einen Apfel nehmen. Gib mir doch. Hier, wir müssen uns die Dinger hier anschauen. Die saßen hier auch zu zweit. Können wir hier hoch? Nee. Aber hier gibt es bis dato noch keinen Hinweis zu unserer Schwester. Wohin sie gegangen ist. Aber hier gibt es eine Strickleiter. Schön. Das ist aber auch ein schöner Reim von der Junge. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? Es hat ja Zeit. Schön. Sehr, sehr schön. Okay, was können wir jetzt hier? Hier können wir uns wieder Streichhölzer nehmen. Da ist ein Schlüssel drin. Gib mir den Schlüssel. Nein. Sag mal. Gib ihn raus. Er ist rausgefallen. Sehr gut.
So, wofür ist jetzt dieser Achso, der ist bestimmt hierfür, ne? Okay. Also mir wäre das zu unheimlich, abends, nachts, morgens, wann auch immer die Tageszeit ist, durch so einen Wald hier zu gehen. Hä? Was war das? Oh yeah. Jetzt kommen hier Jump'n'Run Action. Gucken. Ja. 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 Oh, was war das? War das ein Drache? Was war das genau? Was ist da? Also irgendwas muss es doch bedeuten, diese Mannequins. Also, was soll mir die sagen? Außer, dass sie da sind. Ich will nicht in das Loch. Ey, was? Ich muss hier... Was machen wir hier? Was ist das? Ist das unsere Schwester? Versteinert? A light in the dark. A symbol of hope. Okay. A spark of courage. Das ist noch nie eine gute Idee gewesen, irgendwas, was man findet, einfach so einzustecken. Und der fragt sich auch 0,0, was das eigentlich ist. Warum? Habt ihr das gehört? Und wer singt da? Ist das unsere Schwester? Nein! Spring doch nicht weg! Ich kann aber auch... Also wirklich, Kamerasteuerung existiert nicht. Lass mich doch kurz gucken, wer ist denn da? Hallo? Das ist unsere Schwester. What do you have there? Lilimor asked. It glimmers beautifully. A strange rock, light as a feather. She investigated closely. Okay. Let us play, little brother, Lilimor bubbled. See if you can knock down this pine cone. Wo bitte? Also mit dem Stein? Links zielen. Oh Gott, das wird ja nichts. Okay, wird doch was. Oh Gott, ich im Controller ziehe. Das wird nicht gut gehen, Freunde. Ich hab's ja gesagt, das wird nicht gut gehen.
Sieht aus wie Elsa, ja, das stimmt. Mein Timing, ey. Warte mal, kann ich eigentlich instant auf Maus und Tastatur wechseln? Geht das? Okay, das funktioniert zumindest. Okay, ich könnte wechseln, auf jeden Fall, wenn es um Zielen geht. Das war jetzt sogar ausnahmsweise mal mit, Pad? Als ob ich sie jetzt abwerfe. Nein! Spring nicht hinterher! Nein, mach es nicht! So fängt jede nicht so gute Story an. Oh Gott. Das hätte auch anders enden. Enden können. Together, they tumbled down deeper and deeper through the old room. Aber ich bin mit meiner Schwester wenigstens hoffentlich, oder? Also, wir sind doch zu zweit. Okay, wir sind zu zweit. Das ist schon mal etwas. Und wir sind geschrumpft. Follow me, little brother. I will protect you, Lilimore said. Okay. She was never scared like him. Ulle wished he could be a little more like his sister. Lilimore loved adventures, and Ulle loved Lilimore. Okay, okay, okay. Also, wir springen jetzt einfach hinterher. Wo ist sie denn jetzt hingerannt? Ist sie hier hoch? Warum rennt sie denn da so weit vor? Ich hab doch Angst. Okay. Okay, 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 okay. Haben wir geschafft. Also, okay, also... Zumindest sind wir nicht alleine. Das finde ich schon mal sehr, sehr entspannt. Und aktuell sieht es ja auch noch idyllisch aus. Muss ich sagen, das gefällt mir. Also so könnte das Spiel jetzt die ganze Zeit weitergehen. Ich wette mit euch, das wird aber nicht so bleiben. Das ist ein kleiner Zwerg. Zwerg. Wo ist er denn? Also, warum? Also, den hatten wir doch auch in der Demo. Oder nicht? Was ist das denn? Ein Briefkasten? Warum? Sie guckt da so grimmig. Okay. Wir lassen sie mal in Ruhe. Wir wollen sie ja nicht stören. Also noch nicht. So, wo ist jetzt... Wo ist jetzt Lilimore hin? Lilimore! Du bist hier hochgeklettert, oder? Ah. Okay. Das sah jetzt nicht so gut aus. LB zum Ducken. Na, dann ducken wir uns mal. Nein! Warum? Boah, sie war sehr sensibel eingestellt, um da hochzudrehen. Wir befreien dich doch! Da brauchst du keine Angst haben. Wir sind doch Freunde. Nicht? Hey, du hast uns die Tür aufgemacht. Und jetzt? Kann ich dir hinterher? Wo willst du denn hin? Oh, er folgt mir.
Hoppsala. Wir haben einen neuen Freund. Gnomes are peculiar and playful creatures. They live peacefully in daylight and keep in their houses at night. Visitors that don't want to eat them were unheard of. Until this day. Da ist ein kleiner Igel. Der, guck mal. Der kugelt sich ein. Wupp. Weg ist. Ich lieb ja Igel. Oh, wie süß der ist. Okay. Ich bin gerade voll fixiert auf diesen Igel. Ich weiß, was muss ich irgendwas machen? Tür geht nicht auf. Ach, schade, wir müssen leider hier bleiben. Was sollen wir denn machen? Ach so, warte mal, wir brauchen bestimmt hier Verstärkung. Komm mal her. Nicht schlafen, aufstehen. Was kann ich hier nehmen? Kann ich hier irgendwas nehmen? Hey, ich kann nichts machen. Soll ich mal zum Schwimmen zu ziehen? Nee. An der Nase? Oh ja. Ah, warte, hier. Aufheben. Ah, okay. Kann ich das jetzt irgendwo verwenden? Hey, Asrato! Oh, 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 Ober! Hallo! Seid ihr alles Freunde? Wir spielen Verstecken! Ich glaub's ja. Gefunden. Muss ich jetzt alle finden? Warte, warte. Da. Oh Gott. Nein. Da drin. Hier vorne. Hab ich jetzt alle gefunden? Nee, ne? Warte mal, einer fehlt mir doch. Ist da noch einer? Nee, der kommt gerade angeworfen. Wuhu, wo bist du denn? Bin ich blind? Meine Güte! Hä? Ich hab dich aber getroffen. Jetzt, da! Das Spiel ist so gerade, ich mach so viel Liebe so im Detail. Ja. Das Spiel ist mega. Sind das jetzt alles meine Freunde? Ist ja geil, wir machen damit Freunde. Voll geil! Können wir jetzt die Tür aufmachen? Weil wir sind ja jetzt ein bisschen mehr, Leute. Oh. Na, geh doch jetzt! Nein, nimm sie doch mit! Hello. Nein, warum? Wir sind doch gerade. Also. Das ist jetzt schade. Wir haben doch. Ach, Menno. Ey, da sind hier oben. Hier oben sind noch welche. Hallo! Oh, kann ich nicht hin. Was seid ihr denn? Also, das sieht aus, als ob ihr hier was angepflanzt habt. Euer Essen, ne? Ah, wer bist du denn? Hallo? Und du? Hallo? Hä, muss ich die fangen oder was? Nee. Was soll ich machen? Ah,
Mache ich... Warte mal, muss ich jetzt 4 von denen da reinbringen? Warte kurz. Versuch erstmal einen da reinzukriegen. Flup. Ja! Wir müssen hier rein treiben. Ja, bleib mal hier. Hier, hier, hier. Ja, ja. So, da rein mit dir. Jetzt du noch. Nein. Bleib doch hier. Kleine Nackedei, du. Jetzt ihr beide. Ja. Soll ich dich davor jagen? Nein. Wir werden noch einen Bonus reinpacken. Wir müssen nur noch einen reinpacken, aber wir werden beide reinschmeißen. Ich weiß zwar nicht warum, aber wir haben es gemacht. Und haben damit Papa Stumpf geholfen. Ne, Schlumpfi? Ey, hier steht da noch einer draußen. Ich würde auch gerne mal schneller laufen können. Geht das? Ach so, so kann ich... schneller rennen. Und jetzt hüpf. So, wir folgen unserer Schwester. Ich weiß zwar nicht, wo sie uns hinführt. Aber das werden wir ja dann wahrscheinlich noch sehen. Mal gucken, wo es hingeht. Was ist das? Ein Frosch? Der Froschkönig! Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so schön fände. Okay. Also ich hätte mich nicht getraut, ihn anzufassen. Da hätte ich ein bisschen mehr Schiss gehabt. Okay. Auf geht's. Wo ist denn jetzt schon wieder Limo hin? Ey, da oben. Kannst du nicht mal 3 Minuten warten? Mann. Wenn ich streiche, lieber Igel. Ja, ja, ja. Als so ein Frosch würde ich auf jeden Fall einen Igel immer bevorzugen. Aber niedlich ist alles hier, ja. So, geht's denn? Was gibt's denn? Nee, da kann ich nicht hin, schade. Ich dachte, da gibt's vielleicht noch so ein paar kleine Hinweise, Easter Eggs oder so. Ich weiß ja nicht, ob ich da runter möchte. Ho, 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 ho. Das war knapp. Aber gut, haben wir geschafft. Nee, wir gehen doch jetzt nicht so einen Brunnen runter. Warum? Lass uns doch einfach dran vorbei. Guck mal, da hinten geht doch noch ein Weg lang. They were both curious in different ways. While Lilimor quickly ran along. Ulle could get completely enthralled. Nein, wir verlieren unsere Schwester. And suddenly, er ist so ein Träumer. Ulle was alone again. Naja, ganz alleine ja nicht. Wir haben Tinkerbell. Die leuchtet uns den Weg. Ist wirklich mega süß gemacht. Und bis jetzt finde ich das wirklich sehr
Also, sehr angenehm. Sehr atmosphärisch auch. Oh, guck mal, wie ist da hinten im Hintergrund? Da ist eine Leuchtfee-Party. Das war auch sehr knapp, aber okay. Ho, 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 ho. Ein bisschen schneller. Okay, gut. Wer bist du denn? Geh weg! Nein! Pass doch auf! Mach! Versteck dich! Oder auch nicht! Was ist? Ist das eine Hexe? Was ist das? Und weg ist. The river was strong, and Ulle was weak. He did not stand a chance. But soon the sound of the river faded. Ulle was happy to have firm ground under his feet again. Okay. Wir haben irgendwie das überlebt. Wie auch immer. Haben wir jetzt andere Klamotten an? Und unsere Schwester wurde gekidnappt. Nappt. Von dieser Hexe? Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das war. Aber es sah nicht freundlich aus. Das heißt, wir sind jetzt auf einer Mission, um unsere Schwester zu retten. Erstmal müssen wir wissen, wo sie ist. Also, wohin wurde sie mitgenommen? Und warum? Warum haben wir andere Klamotten auf einmal an? Wo ist unsere gute Lederhoss? Alles weg. Jetzt sind wir in so einem Nachthemd. Sind unsere Schwester? Lilimov, Mod, Mod.